Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe von Timorias Erzählungen. Eigentlich wollten wir Sie mitnehmen zu einer Live-Sendung aus der Welt von Egbert Kubus, der uns angeboten hat, einen ganz normalen Arbeitstag mit ihm zu verbringen. Um zu verhindern, dass wir ihn wieder in seiner Freizeit oder gar im Jahresurlaub überraschen, baten wir diesmal um einen Termin. Doch Egbert scheint so beschäftigt zu sein, dass er immer wieder absagen musste. Uns erreichten die seltsamsten Botschaften. Doch lesen Sie selbst. Kommt Ihnen das nicht auch seltsam vor? Wir hatten Egbert als einen fröhlichen, zuverlässigen Geschäftspartner kennengelernt, dem vor allem Höflichkeit sehr wichtig war. Nach Wochen des Wartens, des Nachdenkens und schließlich der Entscheidung machten wir uns wieder einmal auf den Weg nach Rodingen, um uns zu überzeugen, dass mit Egbert alles in Ordnung war. An der Haustür begrüßte uns diese Bekanntmachung. Das klang schon eher nach Egbert. Vorausschauend und freundlich, hilfsbereit und höflich, ja, diese Nachricht stammte auf jeden Fall von Egbert Kubus. Karte und Kompass fanden wir auch an der angegebenen Stelle und schon machten wir uns auf den Weg. Auf der Rückseite der Karte standen weitere Anweisungen für unsere Reise. Schnell wurde klar, Egbert schickte uns in die Wüste. Zum Glück hatte er uns Melonen als Wegzehrung mitgegeben, sonst wären wir wohl lebend niemals irgendwo angekommen. »Den Dschungel links liegen lassen«, lautete eine Anweisung. Bisher hatten wir keinen Dschungel bemerkt. Waren wir trotz Karte etwa in die falsche Richtung gegangen? Plötzlich tat sich vor uns ein Bauwerk auf. Wir konsultierten nochmal die Anweisungen und mussten erkennen, dass wir uns nicht am richtigen Ort befanden. Statt riesiger Blockbauten sahen wir das. Egbert hatte offenbar eine Vorrichtung gebaut, mit der er Creeper überreden konnte, Schallplatten zu liefern. Dieser Ort war uns nicht geheuer. Wenn es dunkel würde, wären hier sicher alle möglichen unheimlichen Gestalten zu erwarten. Doch es wurde noch lange nicht dunkel. Es schien uns, als sei nie Nacht in der Wüste. Wir liefen und liefen und liefen. Und kamen nach einer schier endlosen Wanderung über den heißen Wüstensand an einen Dschungel. Unsere Freude war riesengroß, bis wir merkten, dass der Dschungel nicht auf der linken Seite war. In der Ferne erspähten wir ein weiteres Bauwerk, das bis ins Weltall zu reichen schien. Egbert war also auch hier schon fleißig gewesen. Doch wir mussten zurück in die Wüste. Nur, wo war sie geblieben? Da es nun doch dunkel zu werden drohte, beschlossen wir, die Nacht in Egberts Riesensäule zu verbringen. Der Mondaufgang, von der Dachterrasse aus beobachtet, entschädigte uns für alle Mühen und Qualen, denen wir auf unserer Wanderung ausgesetzt gewesen waren. Frisch und ausgeruht ging es am nächsten Morgen weiter. Die Wüste ließen wir hinter uns und wanderten ins Grüne hinein.
Hinter dem Pilzwald war plötzlich die Welt zu Ende. Vor uns erstreckte sich der Ozean, wohin man auch schaute. Und auch hier hatte Egbert schon gewirkt. Eine Bahnfahrt später sahen wir Egberts Ferieninsel vor uns liegen. Aber von Egbert selbst keine Spur. Wir mussten wohl zurück in die Wüste. Die Einzelheiten der tagelangen Bootsfahrt bei Sturm und Regen werde ich Ihnen wohl besser ersparen. Wir waren hoffnungslos verloren auf dem Ozean. Wie durch ein Wunder fanden wir schließlich doch noch Land. Als wir endlich die Wüste erreichten, sahen wir sofort, dass dies der richtige Ort sein musste. Links der Dschungel und vor uns riesige Blockbauten. Würden wir Egbert hier finden? Damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Leider konnten wir in unserer knapp bemessenen Zeit die wichtigste Frage nicht beantworten. Deshalb schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt: Wo ist Egbert Kubus?